und herzlich willkommen zu RTL 2 Spezial, dem neuen Magazin. Die erste Sendung und ich habe mich extra schön gemacht für Sie. Doch was ist eigentlich schön? Sind diese Menschen schön? Beim Blick auf ihre Porträts würde man spontan Nein sagen. Doch der Titel der Fotoserie lautet A New Kind of Beauty, eine neue Art von Schönheit. Vorige Woche ist der Bildband in den USA erschienen. Er zeigt Menschen, die sich nach hunderten Operationen in eigenartig verstörende Wesen verwandelt haben. Und nachdem Philipp Toledano sie für sein Buch fotografiert hatte, wusste er selbst nicht mehr so genau, sind diese Leute nun Freaks oder Trendsetter? Wir haben einige der beteiligten Fans und Follower. In der digitalen Welt von Facebook, Twitter und Co. zählt der virtuelle Auftritt oft mehr als das echte Leben. Zeig mir dein Profil und ich sag dir, wer du bist. Unter dieser Voraussetzung blüht inzwischen ein seltsamer Markt der käuflichen Beziehungen. Wer es sich leisten will, kann sein Online-Image pimpen und andere können damit richtig Geld verdienen. Wir haben mal drei virtuelle Geschäftsbeziehungskisten durchgespielt. Ganz real. Frau knapp 26, ein Kind, frisch verheiratet. Man könnte sagen, bürgerlich. Doch Simone alias Leonie Saint hat eine Menge extreme Lebenserfahrungen gesammelt und spricht inzwischen offen über ihre frühere Karriere als Pornostar. Dass es nicht das war, was sich viele junge Mädchen davon versprechen. Viel Geld für ein bisschen Spaß. Eine völlig falsche Vorstellung, sagt Leonie heute. Sogar in einem Interview mit der Bravo. Der Ex-Pornostar klärt auf. Doch der Branche mangelt es trotzdem nicht an Frischfleisch. Es ist das Jahrzehnt der Superhelden. Jedes Jahr erobern sie aufs Neue die Spitze der Kinocharts. Kommende Woche startet mit The Avengers wieder ein Blockbuster aus dem Reich der Marvel-Comics. Reine Fantasy, sagen die meisten. Doch Stan Lee, der Schöpfer von Spider-Man, Hulk oder X-Men, ist überzeugt, Superhelden gibt es wirklich, man muss sie eben nur finden. Und dafür hat er passenderweise den buchstäblich flexibelsten Menschen der Welt auf die Reise geschickt, Daniel Browning-Smith. Was dabei herausgekommen ist, ist absolut erstaunlich. In Indien traf Daniel eine Art wandelnde Steckdose. Willkommen zurück bei RTL 2 Spezial, dem Magazin. Auf der Suche nach Menschen mit übermenschlichen Fähigkeiten ist Daniel Browning-Smith in Indien auf Raj Mohan getroffen. Und der führt bei sich zu Hause vor, dass ihm eigentlich tödliche Stromstöße überhaupt nichts anhaben.